Gut, ich begrüße unsere Interviewpartnerin Elisabeth Buchner zum letzten Mal. Sie ist Hormonexpertin für mich, die letzte graue Instanz, wenn ich ein Hormonproblem habe. Es ist wirklich kein Witz, Elisabeth. Ich komme lieber zu dir als zu Endokrinologen. Ich bekomme bessere Antworten. Jetzt diese ganze das Hormonnetzwerk, die Hormonselbsthilfe bildet ein Netzwerk, du hast gesagt, oder etwa 2000 Therapeuten hast du ausgebildet. Wenn nicht gerade Corona herrscht, dann gibt es ja eine Jahresversammlung, ein Netzwerktreffen. Worum geht es dir da? Also wir haben für jedes Netzwerktreffen ein spezielles Thema, wo wir nicht nur Experten aus unserem eigenen Netzwerk zu Wort kommen lassen, sondern eben auch von außen uns noch andere Fachkräfte dazu holen, damit ein Austausch bleibt, dass auch mal frisches Blut reinkommt, dass auch mal diskutiert werden kann. Dieses Netzwerktreffen werden wir dann hoffentlich irgendwann mal wieder stattfinden lassen. Die befruchten dann immer wieder auch ganz viele. Da kommen dann so 150 Leute ungefähr. Und das ist für uns immer ein wirkliches Fest, weil ich bin ja nur ein kleines Rädchen. Das sind so viele andere benachbarte Themen, die eben hier auch ganz wichtig gehört werden sollen. Bei den Schulungen geht es in erster Linie um die Hormonthematik, bei den Netzwerktreffen. Da sind dann auch andere Faktoren mit dabei und es gibt dann immer ein sehr schönes, ganzes, großes. Und ich würde mich sehr freuen, wenn auch so regionale kleine Treffen stattfinden würden von Netzwerkkollegen. Da muss ich gar nicht dabei sein, sondern dass hier der Austausch auch lokal vonstatten geht. Ihr mit eurem Ärztezentrum ist für mich ganz wichtig, dass man hier auch lokal aktiv wird. Ihr macht ja auch Vorträge und Schulungen, dass das dann so weiterläuft, ja, dass das eben weitergegeben wird und das Multiplizieren stattfindet. Also ich kann dann zurückgehen. Ich freue mich so, dass in der Schweiz auch Schulungen angeboten werden bei Sela und die macht der Hans-Peter Horsch und der macht das wunderbar. Das ist also auch eine Möglichkeit, dann hier nochmal sich einzuklinken, dass also die Fortbildungen sind ein Highlight und dann, was wir dann halt auch im Internet anbieten, soll ja auch der Öffentlichkeitsarbeit dienen. Das Wort Netzwerktreffen, das tönt so bescheiden. Ich würde das einen Hormonkongress nennen. Ja. Ist der zu hoch? Ja, aber ja, es ist wichtig. Es ist auf so hohem Niveau, was du machst und auch gerade für Ärzte, ich habe so viel gelernt und es ist mir ein Anliegen, dass noch viele Menschen von dir dieses Wissen anzapfen dürfen. Ja, das dürfen viele gerne machen, solange ich lebe und den Auftrag habe, gerne. Aber es ist so wichtig, dass wenn eine Arbeit erhalten bleiben soll, dass eben dieses Weitergeben, das Multiplizieren durch regionale Aktivitäten dann auch noch mehr wahrgenommen wird. Und da habt ihr in der Schweiz schon vorbildlich ein Exempel statuiert. Und eben nicht nur in dem einen Thema, sondern wirklich sich ergänzen lassen von verschiedenen Fachbereichen. Und das spielt auch, wir hatten einmal auch einen interessanten Beitrag mit Trampolin, mit Bewegung, ein Profisportler, der dabei war. Und Krebsthematik, das Immunsystem, das sind alles Dinge, die eben noch viel mehr therapeutische Bausteine benötigen, nicht nur die Hormone. Ich sage, bitte nehmt das nur als Puzzleteil, das sicher gerne vergessen wird und das dann fehlt in der ganzheitlichen Behandlung. Aber es ist und bleibt ein Puzzleteil. Die Nährstoffe, die Bewegung, der Lebenskontext und viele andere auch die Diagnostik, ja, verschiedene Formen der Diagnostik sind so wichtige Elemente. Jetzt hast du ja auch schon Bücher geschrieben. Also wer sich vertiefen möchte mit diesen Hormonthemen,
dem kann ich persönlich nur deine Bücher empfehlen. Ich möchte dir gerne schnell Gelegenheit geben, deine Bücher zu zeigen, damit die Leute sehen, was du geschrieben hast, zu welchen Themen und was sie da erwarten können. Dein also Hauptbuch über Hormone vielleicht. Ja, es sind zwei. Ein Buch für die Frau, ein Buch für den Mann. Das Frauenbuch ist tatsächlich mit Herzblut geschrieben. Das ist das, was motiviert wurde durch meine eigene Betroffenheit. Wenn Körper und Gefühle Achterbahn spielen, man findet das eben auch auf der Homepage, ist ein Buch, das die Frau eigentlich durch ihre verschiedenen Lebensphasen begleiten soll. Ist also kein lumpiges Paperback, sondern wirklich ein festes Buch von Elisabeth Buch. Ne? Aber das ist für mich wichtig, dass wir immer wieder auch mal nachlesen, nachschlagen können, wie war das doch gleich. Und ist dann nach ein paar Jahren auch mal völlig überarbeitet und deutlich ergänzt worden, weil wir lernen dazu. Ne? Das merkst du auch mit den Schulungen. Ja. Es kommen immer wieder neue Erkenntnisse dazu, sodass wir hier aktualisieren müssen. Und ich spiele auch mit dem Gedanken, nochmal etwas für die jungen Frauen zusammenzutragen. Wir werden sehen. Und die Männer und dürfen nicht fehlen. Eben. Der Mann und seine Hormone, das ist eigentlich eine Gemeinschaftsarbeit von meiner Grafikerin und unserem Sohn und mir. Das ist eben Fokus Mann. Es ist das aktuelle Buch oder aktuellste Buch und daher auch auf neuerem Stand. Es ist ein Buch, das wahrscheinlich mehr von Frauen gelesen wird, einfach um ihren Männern helfen zu können. Aber es soll eigentlich den Mann selber verstehen lernen, dass eben Herzinfarkt, dass Libido-Probleme, dass auch Blutdruckprobleme, Hautprobleme, Prostata-Probleme, dass das etwas ist, was man auch als Mann mit einfachen Mitteln vorbeugen oder begleiten kann. Dazu mache ich ausdrücklich Mut, vielleicht sogar auch Mann und Frau zusammen zu lernen, weil vieles, was in dem Männerbuch steht, gilt auch für die Frau. Und daher ist es gut, man holt sich da Ideen, was man selber tun kann oder tun muss, was der Arzt einfach nicht tun kann. Der Arzt kann nicht für uns spazieren gehen oder Sport machen. Das geht nicht. Und diese Dinge, was es auch im alternativen Bereich bei der ganzen Prostata-Thematik auf sich hat, das ist ein Buch, was man auch mal einem Kollegen geben kann, ohne dass er vor Rot gleich rot wird. Oder es ist auch ein Buch, das man dem Vater oder dem Partner zum Geburtstag schenken kann. Mir geht es darum, dass Männer ermutigt werden, ihre Verantwortung für den eigenen Körper nicht abzuschieben an die Frau, nicht abzuschieben an den Arzt, nicht abzuschieben an den Heilpraktiker, nach dem Motto, die anderen wissen schon, was mir fehlt, sondern dass er selber versteht und Freude kriegt auf seinem eigenen Körper so, Unterstützung zu geben, dass er leistungsfähig ist in allen Bereichen seines Lebens. Es geht nicht jetzt nur einseitig um Sexualität. Das spielt auch eine Rolle, aber es ist ein Teil des Ganzen. Und hier auch, dass der Mann sich selber als Wunder versteht, das einfach faszinierend ist, wenn man da einige Details kennt. Sehr gut. Und halt noch was. Dann gibt es noch eins. Ja, das ist ein Buch, das nicht von mir alleine geschrieben ist. Und das sieht man und merkt man auch. Das ist ein Buch über Fibromyalgie, über Schmerzpatienten, die oft gesagt kriegen, naja, also da kann man nichts machen. Fibromyalgie ist ein großes Thema. Das hat eine Betroffene geschrieben und hat gebeten, ob wir das veröffentlichen und ich habe dann das gesamte Buch von ihr überarbeitet
und dann nochmal einen ganzen Teil dazu geschrieben, der Hormonaspekt bei Fibromyalgie. Also es ist ein Lebensbericht, ein Erfahrungsbericht von einer ganz einfachen Frau. Die Brigitte ist ein Kämpfer, die vorbildlich auch ihr eigenes Thema in die Hand genommen hat und hier gelernt hat. Sie hat auch eine eigene Homepage, Brigitte Groten, so heißt sie. Und mache ich auch viel Mut, dass hier man dieses Schmerzthema anpackt. Und was etwas ist, was für alle ist, die jetzt nicht viel Geld haben, aber doch ihnen das Hormonthema unter dem Hintern brennt, das ist dieses Heft. Das ist nur ein dünnes Heft mit, es hat auch Löcher, das lässt schon ahnen, aha, hier muss man wahrscheinlich arbeiten, jawohl. Das ist zum Beobachten, das sind die Beobachtungshilfen. Und da sind in Stichpunkten drin die Symptomatik, die typisch ist, Symptombilder, Ursachen von Hormonkrisen. Es sind ein paar therapeutische Dinge, einfach nur ganz kurz in Schlagworten, der Unterschied von Xenohormonen und bioidentischen Hormonen. Und das Wichtigste, es sind Tabellen enthalten zur eigenen Beobachtung, die kann man sich kopieren. Und diese Beobachtungstabellen sind eine super Grundlage, mit denen man auch zu Therapeuten gehen kann und sagen, schauen Sie sich das mal an. So habe ich auch selber entdeckt, ich hasse Tabellen. Ich habe meine Kinder nie gewogen oder gemessen. Ja, ich mag keine. Ich bin ein kreativer Mensch und kreative Leute mögen keine Tabellen. Und ich habe mich das erste Mal gezwungen, eine Beobachtungstabelle auszufüllen, um zu sehen, ob das wirklich so ist, wie das in den Büchern beschrieben wurde, die ich aus dem amerikanischen gelesen habe oder auch von Katharina Dalton in England. Das war für mich dann ein Augenöffner. Wenn die Symptome eben typisch in Zyklusphasen auftreten, das ist etwas, was hier dann eine große Hilfe für die Diagnostik ist. Da muss dann manchmal gar keine Messung her, wenn das so eindeutig ist, dass man sagen kann, das ist klar, ein PMS zum Beispiel, dann kann man hier schon mal was tun. Also das ist natürlich viel billiger als die Bücher, ist klar. Das ist Taschengeld, was man da einfach nur aufbringt. In der Schweiz ist der Versand oft teurer als das Heft. Ja. Aber das ist halt Sache der Post. Okay. Und vieles wird sicher noch auch auf den Internetseiten zu sehen sein. Wir bauen das auch ständig aus. Also wir arbeiten hier auch immer wieder weiter. Nochmals hinweisen auf die Webseite hormonselbsthilfe.de, wo diese Bücher und viele weitere Informationen, auch die Schulungen, aufgeführt sind. Elisabeth, wir sind beide nicht mehr so die Jüngsten. Noch voll im Saft und voller Freude, voller Lebensfreude. Aber trotzdem, dein Werk ist so etwas Hervorragendes und ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, wie geht's mal weiter, wenn du nicht mehr so bei vollen Kräften wärst. Ich hoffe noch viele Jahre, aber hast du schon Vorstellungen, was mit der Hormonselbsthilfe geschieht später? Hast du Nachfolger? Also wir haben für die ganzen Abwicklungen, für die ganze Organisation, da sind wir wirklich in trockenen Tüchern. Zwei unserer Kinder sind aktiv, ein Schwiegersohn ist mit dabei und mit meinem Mann zusammen, also wir zu fünft, wir tragen die Verantwortung für diese Firma und wollen hier natürlich auch ausbauen. Auch unsere Fachkräfte sollen noch weiter erweitert werden. Wir hoffen und beten um einen Arzt, der dann auch hier noch in die Schulungsrolle mit hineinschlupft. Es braucht eine längere Vorlaufzeit, das ist klar. Und wir sind gespannt, wer hier sich einklinken möchte, um hier auch mit Leib und Leben da dieses Hormonthema mit anzupacken. Wir sind gespannt, wir haben die ganze Arbeit nie geplant.
Das war so viel Führung, Fügung, Bewahrung. Es ist wirklich nicht selbstverständlich für uns, dass das so gewachsen ist. Wir haben auch keinen Businessplan, wie man das so schön nennt, sondern wir haben einfach das Vertrauen, so wie ihr ja auch als Team. Wir wachsen und wir strecken uns aus nach Erweiterung und sind gespannt, wer sich wann damit einklinken möchte. Und in dieser Offenheit gehen wir frohen Mutes auch in die Zukunft, auch durch alle schweren Zeiten hindurch. Also wir freuen uns auf jeden Tag, auf jeden Monat, der jetzt auch diesen Dienst tun kann, wo wir hier Gewehr bei Fuß stehen können. Und wer weiß, was einfach in Zukunft sich dann noch erübrigt, auch an Zusammenarbeit. Wir sind nicht festgelegt. Aber wir machen es mit Begeisterung. Das kann man sagen. Alle, die hier dabei sind an Fachkräften und auch in der Verantwortung, in der Leitung, es ist etwas für uns natürlich Wunderschönes, dass auch die nächste Generation jetzt da mit anpackt. Ich möchte dir zum Schluss noch Gelegenheit geben, einen Wunsch zu äußern an die Ärzte. Ja, nicht nur an die Ärzte, auch an die Universitäten. Also die Forschung ist für mich ein großes, großes Thema. Du, Heinz, hast uns sehr, sehr ernst gesagt, wir sollen statistisch auch die Hausaufgaben machen. Und das tun wir, haben extra einen Angestellten, einen Studenten, der macht nichts anderes als die Fragebögen eingeben, sodass wir hier auch abfragen können. Wir brauchen eben auch hier eine ärztliche Fachkraft, die die Statistik noch mehr im Auge hat. Und da hoffen wir, dass sich auch noch mehr Universitäten einklinken. Also wir dürfen schon auch Studien begleiten als in der Zensorarbeit. Das freut uns sehr. Da ist also schon ein klein bisschen Offenheit da und die sind da auch sehr dankbar, dass wir ihnen da auch assistieren, zur Seite stellen, was Fachliches angeht, weil eben an den Universitäten die fachliche Größenordnung dieses Themas nicht so bewusst ist, auf was man alles achten muss, wenn man sinnvolle, aussagekräftige Studien machen will. Und der Bereich, der ist mir ein großes Anliegen und dass eben Ärzte uns nicht als Konkurrenz empfinden, sondern einfach als Zulieferer von Daten für ihre eigene Diagnostik und Therapie. Also mehr wollen wir gar nicht. Wir sind kein Ersatz für den Arzt. Der Arzt ist immer noch wichtig als der Mensch, der hier verordnet, der diagnostiziert, der therapiert und möglichst eben auch in Zusammenarbeit mit Heilpraktikern, dass hier die Gräben zugeschüttet werden, die von beiden Seiten auch immer wieder fleißig gegraben werden. Das ist großer Wunsch. Ich habe so gekämpft am Anfang, dass im Laborbereich eben die Labore auch einheitliche Messarten haben, aber das ging völlig daneben. Da ist so viel Konkurrenzdenken da und bekommt der Medizin nicht gut, also nicht der ganzheitlichen Medizin. Und ich bin zuversichtlich, dass immer mehr Ärzte auch aus der eigenen Betroffenheit heraus hier neue Wege gehen und suchen. Ich weiß, es wird auch den Ärzten sehr schwer gemacht. Ja, die stehen dann nämlich plötzlich auch in der Ziellinie, im Fadenkreuz. Und ich bin trotzdem gewiss, es wird sich das durchsetzen, was wirklich auch heilsam ist. Ganzheitlich heilsam. Und ich kann nur Mut machen, alle Experten im medizinischen Bereich, dass sie ihren Teil einbringen und sich ergänzen lassen eben auch durch andere. Und da ist ganz wichtig, dass eben auch die Nährstoffe im Blick behalten werden. Die Hormone sind angewiesen auf eine
Grundnährstoffversorgung. Und wenn die nicht da ist, wenn die Kinder sich nur mit Pizza und Nudeln ernähren, sorry, dann ist ihr Hormonsystem eine Vogelscheuche und kein Mobile. Und das ist so wichtig, dass wir hier mit viel Fantasie und Kreativität der jungen Generation auch lernen, hallo, der Körper ist angewiesen auf Futter. Ich finde es immer witzig, dass bei einem Hund oder Pferd, ja, da wird darauf geachtet, dass die all genau das Richtige kriegen, aber der eigene Körper, der ist anscheinend weniger wert als Pferd und Hund. Und Kanarienvogel, da wird einfach reingestopft, was gerade schnelle Kalorie liefert. Ja, und das ist eine Sackgasse. Und daher sind die Ernährungsberater ganz genauso wichtig. Der Arzt hat keine große Zeit in der Allgemeinarztpraxis für Ernährungsberatung. Warum holt es sich nicht jemand dazu? Ja, oder eben ein Komplementärmediziner, wenn er selber in dem Bereich noch nicht so zu Hause ist. Zusammenarbeiten, so wie ihr im Zentrum. Ja, wunderbar. Das ist die Medizin der Zukunft, da bin ich felsenfest überzeugt. Zumindest für die ganzheitlich denkenden Therapeuten. Sehr schönes Schlusswort. Elisabeth, du hast uns wirklich hineingenommen in diese Welt der Hormone. Faszinierend. Ich durfte jetzt 5-mal mit dir ein Interview führen. Ich möchte mich einfach von ganzem Herzen bedanken und hoffe, dass viele unserer Zuschauer profitieren oder sich weiter damit darin vertiefen. Es lohnt sich wirklich. Und ich wünsche dir alles Gute für das Netzwerk für Hormonselbsthilfe, das Labor deiner Familie. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, auch von meiner Seite.